Mensch mit Nazi-Hintergrund. 76 Jahre nach der Kapitulation der Nationalsozialisten und der erfolgreich inszenierten Erinnerungskultur kann man eine Reaktion einer durch die Künstlerin Moshtere Hilal und den politischen Geografen Sintoujan Raja initiierten Debatte erkennen, was dieses Erinnerungstheater gebracht hat. Offensichtlich nicht viel. So prominent wie es beispielsweise hätte woanders markiert werden müssen, fällt es erst mit der Satiresendung von Böhmermann so richtig auf. Die Benennung einer Straße nach einem prominenten NSDAP-Mitglied, was mit 70% der Stimmen im Coburger Stadtrat der quasi Geburtsstätte des NSDAP nicht mal im Ansatz knapp entschieden wurde. Über die Art und Weise des ganzen Prozesses, genau genommen des Gebarens des Herrn Stoschek, dessen symbolisches Kapital sicherlich nicht unerheblich erkennbar war im Habitus, haben wir dann auch noch nicht gesprochen. Und kurz danach über das widerlich implodierte Z-Soßen-Debakel im WDR, als die meisten Deutschen zum ersten Mal von bis zu 500.000 systematisch ermordeter Sinti und Roma gehört haben, haben wir dann auch noch nicht gesprochen. Um Entschädigungszahlungen zu minimieren, hatte man jedenfalls die eindeutig rassistisch motivierte Vernichtungsabsicht juristisch schlicht als die Bekämpfung ihrer asozialen und kriminellen Haltung deklariert. Und das bis ins Jahr 1963. Über den widerlichen Euphemismus des Asylkompromisses in den 90ern, über die laut Amadeo-Antonio-Stiftung mittlerweile über 200 Ermordeten durch rechtsextreme Gewalt allein seit den 90er Jahren, über das Versagen des Verfassungsschutzes im Zuge des NSU und seiner schmerzhaften Nichtaufarbeitung in den Nullerjahren, sind immer schlimmer gewordenen rechtsextremen Terroranschlägen in den kalendarischen 10 Jahren haben wir auch noch nicht gesprochen. Halle und Hanau stehen exemplarisch jedenfalls für ein erinnerungskulturelles Desaster. Und das Erstarken der AfD zur größten Oppositionspartei im Zuge der Bundestagswahl 2017, darüber haben wir dann auch noch nicht gesprochen. Genauso wenig wie über die mutmaßlichen Morde durch rechte Polizisten, die niemals aufgeklärt wurden, jedoch in diversen Fällen vermutet werden dürfen. Über rechtsextreme Netzwerke in zentralen deutschen Sicherheitsapparaten, die bis in sicherheitsrelevante Gremien des Bundestags reichen, haben wir dann auch noch nicht gesprochen. Über den Innenminister, der angebliche Einwanderung in unsere Sozialsysteme bis zur letzten Patrone bekämpfen wollte, aber weder das Grundgesetz versteht, noch wie Pressefreiheit im Detail gedacht ist, haben wir dann auch noch nicht gesprochen. Dafür freut sich derselbe Bundesinnenminister zum 69. Geburtstag über 69 abgeschobene Menschen ins angeblich sichere Afghanistan, von denen sich mindestens einer bereits das Leben genommen hat. Über die seit 2014 mehr als 20.000 von den Fischen zerfressenen Geflüchteten im Mittelmeer haben wir dann auch noch nicht gesprochen. Mehr als 20.000 von den Fischen zerfressene Geflüchtete als stumme Zeugen des Scheiterns dieser Erinnerungskultur. Über Polizisten, die Neofaschisten Mitläufern auf Demos für Hetzer und Blinde mit den Händen Herzchen zuwerfen, haben wir dann auch noch nicht gesprochen. Für mich hört sich bei all dem Erinnerungskultur wie ein schlechter Witz an. Aber wenigstens hat sich Jana aus Kassel noch an Sophie Scholl erinnert. Dass sie hier aber den kleinen Fauxpas begangen hatte, eine Regierung, die eine Maskenregel zum Schutz des heiligen Lebens erlassen hat, mit einem historisch einzigartigen, menschenfeindlichen Vernichtungsregime zu verwechseln, kann natürlich jedem mal passieren, nach so viel ermüdender Erinnerungskultur. Bei näherer Betrachtung fällt es dann gar nicht mehr so schwer zu glauben, dass sich die deutsche Soziologie aus der Holocaust-Forschung bis in die 10er Jahre dieses Jahrtausends praktisch rausgehalten hatte, statt mit aller Macht und Kraft zu versuchen, das Unvorstellbare und in der Form noch nie Dagewesene wissenschaftlich zu erklären. Dass die millionenfachen Verbrechen der Nazis durch einen juristischen Kunstgriff millionenfach verjährt sind, schockt das schon gar nicht mehr und fühlt sich einfach normal an. Da fällt es fast schon schwer, das Humboldt-Forum überhaupt noch zu erwähnen, dessen Erinnerungskultur zugegebenermaßen deutlich schwieriger zu fassen ist, da ja noch nicht einmal eine 19 in der Jahreszahl der Raubmorde der Deutschen mit Nazi-Vordergrund steht, welche die Deutschen mit Nazi-Hintergrund noch gar nicht kannten. Wollen wir also nicht zu hart ins Gericht gehen und stattdessen lieber die muslimisch geprägte Göre und den hinduistisch geprägten Rotzlöffel dafür schelten, dass sie nicht gehorsamst und ergebenst die kollektive Projektion der Deutschen mit Nazi-Hintergrund über sich ergehen lassen und ihr vorlautes Maul gefälligst erst dann wieder aufmachen, wenn sie Jahrzehnte deutscher Vergessenskultur mindestens so gut hingekriegt haben wie die deutsche Soziologie, eine juristisch einwandfreie und peer-gereviewte Genealogie des Nazikapitals eines jeden Deutschen mit Nazi-Hintergrund erfolgreich recherchiert haben, mindestens einen Juden eingeladen haben für ein informelles Instagram-Meeting und vorher natürlich eine Habilitation verfasst haben zur angemessenen Kommunikation mit dem sensiblen Deutschen mit Nazi-Hintergrund, damit er nicht allzu schockiert darüber ist, dass man bei einer solchen Erinnerungskultur eher von einer kollektiven Übung im Augen zumachen sprechen muss. So hat Zygmunt Bauman die Bemühungen der deutschen Soziologie jedenfalls zusammengefasst. Und daher wäre es an Vorbereitungsarbeit das Mindeste gewesen, ihr empathielosen, deutschlandfeindlichen und undankbaren Migranten-Görn bzw. Migranten-Rotzlöffel. Und dann auch noch diese braunen Klamotten. Was erlaube undankbarer Migrant? Danke, Ruprecht Polenz, dass Sie das nochmal gerade gerückt haben. Der Preis für Dialog, Verständigung und Versöhnung hat mit Ihnen offensichtlich genau den richtigen gefunden. Und nein, Deutschland ist nicht ganz scheiße. Aber vorbildlich ist ganz sicher was anderes in Zeiten des Rechtsterrorismus im Geburtsland der Shoah und des Porajmos.